Das war mein Jahr 2017 auf YouTube. Hallo, ich bin Jens der Christ und ich will heute mal zusammen mit euch als letztes Video in diesem Jahr mal anschauen, was habe ich denn so das ganze Jahr auf YouTube gemacht. Und da ist es jetzt nicht nur so, dass wir uns meinen Hauptkanal betrachten müssen, also ich bin Christ.org, sondern eigentlich auch noch meine anderen Kanäle, zum Beispiel meinen privaten Kanal. Da habe ich ja auch jetzt wieder mehr gemacht. Oder meinen Kinderkanal, auch da habe ich jetzt wieder mehr gemacht. Und auch meinen Gaming-Kanal. Auch da ist es jetzt so, oder ich glaube, den gibt es sogar erst seit diesem Jahr. Warte mal, war das so, dass es den erst seit diesem Jahr gibt? 9 Monate, 10 Monate. Ah, ne, gibt schon ein bisschen länger. Aber seit diesem Jahr ist dann da so ein bisschen mehr geworden. Also hier das Wimmelspiel, das letzte, was ihr nicht sieht, das ist ein Jahr her. Also ich will da jetzt nicht reinklicken. Aber so viel länger gibt es den Gaming-Kanal gar nicht. Aber auf den Gaming-Kanal kommen wir dann gleich zu sprechen. Schauen wir erstmal, was habe ich denn in meinem Hauptkanal so gemacht? Ja, das letzte war der Adventskalender, aber dazu habe ich ja schon beim 24. etwas gesagt. Brauche ich jetzt hier nicht nochmal zu sagen. Wenn euch das interessiert, schaut euch das Video von Adventskalender, das 24. Türchen an. Was ist sonst noch so passiert? Irgendwo habe ich angekündigt, dass ich mehr Videos machen möchte. Hat auch mit den Adventskalender zu tun, denn die Idee gab es da, als das Adventskalendertürchen, als ich mir Gedanken über den Adventskalender gemacht habe, habe ich in dem Video von den Adventskalender den 24. gesagt. Dann haben wir hier die 3000 Abonnenten erreicht und wir sind mittlerweile schon bei 3329 Abonnenten angekommen. Das heißt, der Abonnentenzuwachs, der ist auch nicht so schlecht, wobei in den Weihnachtsmonaten, also in den um die Weihnachtsjahreszeit, da habe ich den Eindruck, dass immer ein paar mehr Abonnenten dazukommen, weil es auch viele Weihnachtsvideos, ältere Weihnachtsvideos auf meinem Kanal gibt und die werden zur Weihnachtsjahreszeit öfters gesehen und dadurch kommen dann auch wieder mehr Zuschauer. Und mehr Abonnenten. Also ich muss mal gucken. Zurzeit ist es so, dass wir pro Monat so ungefähr 140 neue Abonnenten hier in diesem Kanal haben. Mal gucken, wie das Anfang des Jahres dann da so aussieht, wo sich das dann da so einpendelt. Ja, und ihr seht hier immer neue Videos. Was oft drin ist, ist natürlich Cortana, die Cortana-Videos. Die fallen auf und dann gab es ja hier auch dieses Abonnenten-Special von Cortana, wo ich das erste Mal Cortana mit so den ganzen Bildschirm abgefilmt habe, genommen habe. Und das zieht sich dann jetzt auch bei den folgenden Cortana-Videos ein bisschen so rein. Das hat sich bei Cortana geändert. Übrigens, Cortana kommt ja auch auf meinen Gaming-Kanal, aber dazu kommen wir auch später noch. Da hat sich das dann auch geändert. Ja, dann gibt es hier Tiervideos, welche gar nicht mal so schlecht angekommen sind. Oder Wissensvideos. Wissensvideos mache ich viel zu selten, weil die einigermaßen aufwendig sind. Die sind aufwendiger als andere Videos und deswegen mache ich es jetzt nicht so häufig. Ein Video, was gar nicht mal so schlecht ankam, ist hier dieses Wissensvideo über die Bundesländer. Dann gab es dann hier auch eine Parodie mit Trump oder sowas. Denksportaufgaben. Also was ist dieses Jahr gekommen? Eine Kinderserie könnte ich auch mal wieder vorstellen, Dr. Snuggles. Vielleicht stelle ich dann auch mal wieder eine Kinderserie vor. Ja, und wie geht es dieses Jahr weiter hier in diesem Kanal? Ich versuche natürlich jede Woche jetzt 4 Videos zu produzieren, wobei, das habe ich ja schon erzählt, als ich gesagt habe, dass ich es vorhabe,
dass es ein bisschen schwierig wird, weil ich nicht die Zeit eigentlich dafür habe. Zumal ich in den anderen Kanälen auch noch einiges machen will und da fehlt mir einfach die Zeit. Wo habe ich denn das gesagt? Irgendwo habe ich doch gesagt, dass ich mehr machen will. Hier, genau, es wird sich etwas ändern. Da habe ich das dann da ganz erzählt, dass jetzt 4 Videos in der Woche kommen sollen. Und ich versuche das natürlich weiter zu halten, aber weiß nicht so genau, ob ich das auch schaffe. Mal gucken. Denn, und dann kommen wir dann doch jetzt mal zu den anderen Kanälen, es gibt noch andere Kanäle. Ein Kanal, der mir besonders am Herzen liegt, ist der Kinderkanal. Und beim Kinderkanal würde ich ganz gerne auch ein bisschen mehr machen. Hat jetzt 61 Abonnenten. Ich hoffe, dass da auch noch ein paar mehr Abonnenten dazukommen. Und da mache ich ja auch teilweise hier so Wissensvideos, also wo ich Lernsoftware spiele. Wobei bei diesen ist jetzt so, dass ich da nicht dann da so reinlabe. Also wenn ihr mein Gelaber nicht hören wollt, dann ist hier diese Serien mit Mathe lernen, alles was hier mit Lernspaß oder sowas zu tun hat. Da labere ich nicht rein. Wo ich hier reinlabere, das sind die Let's Plays, zum Beispiel bei den 3 Fragezeichen Let's Play, was ich jetzt durchgespielt habe. Oder bei dem Bibi Blocksberg Let's Play, was jetzt gerade so läuft. Da erzähle ich dann ein bisschen was dann da so. Ja, ich gucke immer so, dass ich bei manchen Sachen was erzähle, wenn es Sinn macht. Also bei Let's Plays macht es natürlich Sinn, dass man dann auch noch zusätzlich was sagt. Weil ansonsten würde man sich das Spiel selber kaufen und selber spielen. Also das Reden ist schon ein Mehrwert. Und das versuche ich hinzubekommen und deswegen bei einigen Let's Plays labere ich. Bei anderen Wissensvideos hier zum Beispiel, da sage ich nichts dazu, weil alles, was ich dazu sagen würde, würde die Qualität des Videos nicht verbessern. Also hier geht es darum, Wissen zu vermitteln. Natürlich könnte ich ja auch etwas dazu sagen noch, aber es wäre jetzt nicht so, dass dadurch halt die Qualität sich steigern würde oder das Wissen sich steigern würde. Und dann habe ich mich dann dazu entschlossen, nichts zu sagen, einfach zu klicken und zu spielen und versuchen so zu spielen, dass der Lerninhalt rüberkommt. Das versuche ich dann bei denen. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt hier im Kinderkanal auch ein paar mehr Videos vielleicht rauszubringen. Zurzeit kommen 2 Videos pro Woche. Einmal hier so ein Let's Play und dann halt so ein Wissensvideo. Was hier zurzeit ist, ist Mathe. Da kommen auch noch einige Mathe-Folgen. Die nächsten, ich weiß nicht, 2 Monate oder sowas, kommen noch ein paar Mathe-Folgen. Mal gucken. Vielleicht kommt noch ein drittes Video in der Woche, das weiß ich aber noch nicht. Je nachdem. Dann kommen wir jetzt zu dem Gaming-Kanal. Hier bei dem Gaming-Kanal kommt jede Woche ein Freitags-Krimi. Ihr seht hier regelmäßig eine Freitags-Krimi. Und, wobei, habe ich da einen Freitags-Krimi vergessen oder was ist denn da passiert? Achso, nee, Life is Strange. Da habe ich die erste Life is Strange-Folge hochgeladen, die jetzt hier auch in meinem Hauptkanal drinne ist, die habe ich jetzt hier nochmal in den Gaming-Kanal hochgeladen, damit man mit den Playlisten ein bisschen besser arbeiten kann, dass man daraus eine Serie machen kann, eine offizielle Serie und dann werden die Videos hier besser miteinander verknüpft. Deswegen habe ich dann da dieses Life is Strange hier nochmal hochgeladen. Ein anderes habe ich, ach ja, hier Cortana, den Freitagskrimi. Habe ich da auch noch mal hochgeladen. Also der ist jetzt hier in meinem Hauptkanal und in meinem Gaming-Kanal. Gleicher Grund wie bei Life is Strange. Ja, zurzeit spiele ich in meinem Gaming-Kanal Life is Strange und es gibt immer den Freitagskrimi. Ich würde ganz gerne auch da auch noch mal ein weiteres Spiel spielen, dass da 3 Videos die Woche kommen. Aber wie gesagt, zeitlich ist das ein bisschen schwer. Ja, 8 Abonnenten hat er. Er hat sogar jetzt heute oder gestern oder irgendwann einen weiteren dazu bekommen. Bis jetzt waren es immer nur 7. Tja, mal gucken, wie der sich entwickelt. Mit diesem Kanal verdiene ich zurzeit nichts, kann keine Werbung schalten, weil
ich noch nicht so viele Aufrufe da habe. Mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Und dann hätten wir noch meinen privaten Kanal. Auf meinem privaten Kanal sind dieses Jahr auch ein paar mehr Videos gekommen. Ihr seht hier Free Sound, aber auch einige Tiervideos oder auch die Elspe-Videos. Und die Elspe-Videos, besonders hier dieses Video Winnie 1, Geschichte einer großen Freundschaft, hat doch schon einige Aufrufe bekommen und ist ganz gut eigentlich angekommen. Ja, und solche Videos, die wird es vielleicht auch wieder ein paar mehr geben. Muss mal schauen. Also letztes Jahr hier auch wieder Elspe. Naja, mal gucken, was so sonst noch dieses Jahr hier ich hochlade. Mein privater Kanal ist mehr so, wo ich allgemeine Videos dann da so hochlade, wo ich euch zeige, was da so passiert. Wobei, den habe ich euch eigentlich dieses Jahr auch schon vorgestellt, meinen privaten Kanal. Und zwar, weil es den jetzt schon 10 Jahre gibt. Habe ich den in einem Video vorgestellt, weil ich 10 Jahre auf YouTube bin. Wo war denn das denn da so? Das kann gar nicht mal so lange her gewesen sein. Irgendwo 10 Jahre YouTube oder sowas musste das eigentlich sein. Ah, da. Ja, also wenn du auch noch ein bisschen mehr über meinen privaten Kanal erfahren willst, dann solltest du hier dieses Video 10 Jahre auf YouTube anschauen, weil da gehe ich meinen privaten Kanal ein bisschen besser durch. Brauche ich jetzt also auch nicht zu machen. Ja, ihr seht, dass ich dieses Jahr sogar relativ viel gemacht habe. Relativ viele Videos. Ich weiß gar nicht mal, ob es so gar die meisten Videos, die ich in meiner YouTube-Karriere produziert habe, waren, also ob ich dieses Jahr am meisten Videos gemacht habe. Ich hätte ganz gerne mehr Wissensvideos gemacht, bloß zeitlich sind die immer leider am längsten. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder ein paar Wissensvideos kommen, weil die werden eigentlich auch ganz gerne gesehen und geklickt. Wenn ich euch jetzt schon sage, welche Ideen ich habe und was ich ganz gerne bringen würde, und dann kommt das nächstes Jahr nicht, wäre ja auch ein bisschen blöd, ne? Aber vielleicht erzähle ich euch das trotzdem und dann könnt ihr mich immer wieder daran davor ansprechen, so nach Motto, wann kommt denn dieses Video? Denn ich würde ganz gerne über Fliegen ein Wissensvideo machen, und zwar, wie man eine Fliege fangen kann. Da habe ich auch schon mit meiner Kamera gefilmt und einige Aufnahmen gemacht. Leider nicht in High Speed oder Slow Motion oder sowas, also so, dass man ganz Zeitlupenaufnahmen machen kann. Das habe ich mit meiner Kamera probiert, hat leider nicht so gut geklappt, dass man die Fliege gut erkennen kann, weil da passiert nämlich was Spannendes. Ich vermute, dass da was Spannendes passiert, man kann es ja nicht sehen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum dieses Fliegenvideo nicht kommt, weil ich noch immer die Hoffnung habe, dass ich irgendwann die Fliege noch besser filmen kann. Auch mit Zeitlupe. Dass ich mir vielleicht eine bessere Zeitlupenkamera kaufe, aber die sind so teuer. Ich weiß es noch nicht. Aber das soll irgendwann kommen und auch noch andere Wissensvideos. Also, tja. Immer die Frage, ob ich das zeitlich alles schaffe. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ihr ganz gerne sehen wollt nächstes Jahr, wo ich die meiste Zeit reinstecken soll. Muss nicht heißen, dass ich mich an euch richte, aber es könnte sein, dass das meine Entscheidung, was ich mache, beeinflusst. Ja, und dann schauen wir mal und sind mal gespannt, wie viele Abonnenten wir nächstes Jahr haben. Also hier haben wir 3, 3, 3, 3 fast. Ne? Wenn jetzt noch 4 dazukommen, dann wären es ganz viele Dreien. Ja, hier haben wir 61. Hier haben wir jetzt 8. Und bei meinem privaten Kanal, da sieht man es jetzt nicht, weil ich da eingeloggt bin. Doch, da sieht man es dann da. Da sind es auch schon einige. Also da kommen zurzeit auch ein paar Leute dann dazu.
Ja, mal gucken, was hier auf meinem privaten Kanal noch so passiert. Ja, und ich wünsche euch jetzt ein gutes neues Jahr. Kommt gut ins neue Jahr rein. Ich werde wahrscheinlich mit einem Freund und meiner Familie feiern und hoffe, dass ich da auch ganz gut reinkomme. Vielleicht gibt es auch auf meinem privaten Kanal da Feuerwerksvideos. Habe ich eigentlich schon letztes Jahr gefilmt, aber habe ich bis jetzt noch nicht hochgeladen, weil ich nicht die Zeit dazu finde, private Videos von mir hochzuladen. Weil die auch noch ein bisschen bearbeitet werden müssen. Jetzt nicht so ganz so viel jetzt hier auf meinem Hauptkanal, aber die müssen doch bearbeitet werden und dann auch hochgeladen werden, was ja auch Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen ist das auch noch nicht so passiert. Naja. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Einige Videos sind auch schon vorproduziert, die ihr nicht sehen könnt für nächste Woche. Da kommen tatsächlich, ich glaube, zwei Videos habe ich schon vorproduziert. Und für ein drittes Video muss ich, glaube ich, noch machen. Naja, ich weiß es nicht. Mal schauen. Vielleicht kommen auch nur drei Videos diese Woche. Also dieses jetzt hier und dann zwei andere. Ihr werdet es ja bemerken. Und wie gesagt, kommt gut ins neue Jahr und ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen und wir sehen uns im nächsten Jahr.